So, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lufia Buff Legend. Oh yeah! Beim letzten Mal mit die Diebeshöhle erfolgreich abgeschlossen und leider White und Jenna verloren. Zwar nicht im Sinne, dass sie jetzt die ewigen Jagdgründe besuchen und es sich dort gemütlich machen, in der Himmel oder in der Hölle, wo auch immer. Nein, sie bleiben bei meiner kleinen Schwester, bzw. bei Exos kleiner Schwester Mary und passen halt auf sie auch, weil sie ist ja immer noch erkrankt und das ist scheiße. Ja, das ist wirklich dezent beknackt. Ich finde das schon echt traurig und doof. Ich habe jedenfalls, ihr seht schon, ist alles relativ gleich geblieben. Außer ich mich nicht geheilt habe, ich voll depp. Jedenfalls, die Fähigkeiten erstmal hier seht. Berserker, Helfer, Donner und so. Ich habe also die Fähigkeiten nochmal schnell zurückgeholt, die ganzen Zauber. Damit hat die noch haben. Und ausrüstungstechnisch hat sich auch nicht so viel getan. Ich habe halt lediglich Exchen Rußpanzer geben statt der Federrüstung. Sie erhöht zwar die Wirkung von 83 auf 86. Allerdings finde ich den Rußpanzer schon praktischer, weil der gibt mir einfach, ich glaube, 6 Verteidigungen und sinkt die Bewegung nur um 1. Also, ich bin immer noch fucking schnell und habe jetzt aber mehr Verteidigung. Sind zwar eh nur kleine Werte an sich, aber ich finde sie ja ganz gut. Oh, okay. Katzen, finde ich ja nicht schlecht. Ein gewaltiges Gebirge. An dieser Stelle ist es noch am einfachsten. Zu durchqueren. Das heißt, wir müssen nicht mal klettern. Der letzte Weg wurde von einem Erdbeben zerstört. Wir sollten zunächst jemanden finden, der für uns die Brücke repariert. Das müssen wir einen Umweg durch den Untergrund in Kauf nehmen. Was? Also, auf, nach. Moment. Ah, ich habe eine Idee. Und, kann sein, dass es jetzt gerade leckt oder bilde ich mir das nur ein? Ich bilde es wahrscheinlich ein. Nein, doch nicht hier. Junge! Die mögen mich alle nicht. Sie hassen mich alle. Und Gloria ist irgendwie ziemlich oft auch noch in der Dreh- und Angelpunkt. Finde ich ganz cool. So. Danke, dass ihr mich befreit habt. Doch nicht. Ich dachte, der Typ repariert jetzt für uns die Brücke oder so. Na, gut, du auch nicht. Kannst du die Brücke reparieren? Nein, du bist ein alter Mann. Du kannst nichts. Du kannst nichts. Nö, nee, gibt's nichts. Etwa ein Solio oder was? Gesetzt, hinter mir die Treppe repariert. Die Treppe repariert, richtig. Wer kann es nicht? Treppenartige Brücken. Nein, natürlich, das war jetzt nicht unser Ziel. Mal sehen. Hey, du siehst besonders aus. Ja, klar, ich sitze da. Hey ho! Ich bin reisender Handwerker und immer auf die Suche nach Arbeit. Kann ich was für dich tun? Brücke reparieren. Die Brücke im Gebirgspass südlich von hier wurde durch ein Erdbeben zerstört. Kannst du das wieder in Ordnung bringen? Klar doch! Das macht dann 98 Gold. Niemals! Na doch, geht klar. Ich bin dann in der Arbeit! Alles klar. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Ich glaube, ich versuche mal kurz den Shop. Wir werden uns gucken, ob sie noch was für mich hätten, haben, gehabt haben, taten, tun. Zeig mir eine Frage. Nein. Aber davon hole ich mir am besten einfach noch 10. Davon spielen einfach noch ein bisschen was. Kraft, was für klein. Ach komm, war ich mir. 15 davon. Jo. So, das sollte ausreichen. Wir dürften geschaffen sein. Es kommt jetzt übrigens noch eine Sache zur Überlegung, dass ich echt cool finde. Und zwar habe ich mir, weil ich halt das Spiel schon recht einfach fand, ein paar Sachen für einen höheren Schwierigkeitsgrad überlegt und habe sie mal gezeigt präsentiert. Zum Beispiel, dass halt einen höheren Schwierigkeitsmodus. Es halt zum Beispiel eine Itembegrenzung gibt, dass man also nur von Krafttränken und sowas halt nicht nur Neues haben kann, sondern nur begrenzt, keine Ahnung, so 20, 30. Das mit den Zaubern wird auch ein bisschen überarbeitet, neben dem Zaubersystem natürlich wird das auch noch allgemein überarbeitet. Und ein bisschen mehr, also es sind jetzt ein paar grobe Ideen, manches davon würde ich mich bestimmt umsetzen lassen. Es sind viele Ideen in Planung. Ich weiß natürlich nicht über alles Bescheid, weil sie werden noch ihre eigenen internen Planungen haben. Also sie haben Administrator, der Psycho und die ganzen Moderatoren, Caleb, Pirat und hast nicht gesehen. Aber ein bisschen darf man ja mitwirken. Das ist ein bisschen viel. Naja, ich freue mich. Gut, dann können wir jetzt über die Brücke gehen. Das ist ja voll nice. Hey. Hey ho! Die Brücke ist repariert. Was Klacks für mich. Ich ziehe dann mal weiter meines Weges. Viel Spaß mit der neuen Brücke. Hättest du aber nicht früher machen können, oder? Also an sich, theoretisch. Aber okay, gut. Will mich nicht beschweren. Weil ansonsten hätte ich ja nicht wirklich herkommen müssen. Also musste ich ja nur. Oh. Ja, bam, geil, ich werde zerfetzt. Yo! Auch gut, er hat schon mal die Instant-Fire. Stimmt, die Instant-Fire hat er auch geändert.
wenn man nämlich auf ein KP gehauen wird und dann von der Falle berührt wird, dann stirbt man. Das ist jetzt zum Beispiel der Pyramide bei den Stacheln, weil man sonst nicht einfach sich so durchspannen können zu den Seiten und so, dass man immer ein KP überlebt. Also ergo, das wird dann auch alles ein bisschen anspruchsvoller. Finde ich ganz cool. Jetzt haben wir alle noch ein KP, das ist natürlich unglaublich skandalös. Gut. Wir sind zwar fast tot, aber ich würde mal sagen, ist ja egal. Achso, wir können ja jetzt ihr wisst schon, es ist mal wieder Zeit. Oh, Kinder, 3 Uhr morgens, Zeit fürs Fernsehen mit auch gebeten. Kind! Nein, aber es ist jetzt Zeit für ein Private Time. Mein wunderschönes Bett. Es hat Dinge gesehen, die werdet ihr niemals sehen. Zum Beispiel, wie die Charaktere mal schlafen. Aber nun gut, steht hier was oder so? Nichts. Es hat sich nichts geändert. Nichts Geheimes für Leute, die wirklich sehr aufmerksam sind. Traurig, traurig. Aber ich glaube, bis dato habe ich noch nichts verpasst. Übrigens, ach stimmt, das habe ich euch gar nicht erwähnt. In der Eiswüste, wo wir letztens waren, ich glaube in Part 28? Da dürfte Part 28 gewesen sein. Oder 29 oder 30. Gab es keine Truhe. Das habe ich schon herausfinden können. Allerdings ist in Planung, ob das eventuell auch nochmal geändert wird. Aber ja, wir haben bis dato nichts verpasst. Das finde ich ganz gut. Ja, Liana Blub, ja, ja. Das ist eine tolle Herausforderung. Leider kann ich die nicht mehr machen, weil die Blockgruppe, wenn gewisse Gruppen fliehen halt, wenn sie zu niedrig sind. Hier die ersten Gebiete sowieso. Moment rausgegangen, ich Idiot. Und deswegen. Lass mich in Ruhe, du hässiger Stachel, Igelkopf. Du heißt die Sonic the Hedgehog. Also mag ich dich nicht. Liebe Einwohner von Liebeschein, bitte nehmt euch bei Reisen außerhalb unseres Städtchens in Acht. In diesen Zeiten müsst ihr damit rechnen, vom Monster angegriffen zu werden. Der Älteste. Cool. Ist auch, glaube ich, neu. Wenn nicht, habe ich es einfach übersehen. Alte Jahre. Ich sag mal, Sandy. Oh, machst du kein Herzchen? Ah, doch. Yay. Schön, dich zu sehen. Ah, sie mag mich. Sie mag mich. Hi. Warum sie? Und warum kann sich dabei Psycho, ich will sie mit dir beheben. Ja. Telepathie. Sehr viel heiße Tasse Tee. Gut, Zeit mit dir zu quatschen. Ich wusste, dass dir diese Kugel Unglück bringen würde. Euch ist die Aufgabe zuteil geworden, die Essenzen der Götter wieder an ihren rechten Platz zurückzubringen. Deshalb sind wir hier. Oh, schon wieder diese Textbox. Mann, Leute. In Marätien soll eine Hälfte des Artefakts der Götter aufbewahrt werden. Wir benötigen es unbedingt. Wo sollen wir danach suchen? Oh, ihr meint die Sonnenscheibe? Man sagt, die Götter ließen sie auf der Welt zurück. Nun denn, in der Osthöhle gibt es einen kleinen Schrein. Ich wusste es! Ich wusste es! Dort wird ein Artefakt aufbewahrt, ja. Seht euch selbst an. Wo war denn noch gleich der Schatz? Oh. Vor einem halben Jahrhundert hatte ich ihn doch genau hier. Ja, vor 50 Jahren, das ist ja wundervoll. Wie lange hütest du ihn schon, Ältester? Eine ganze Weile, ja. Nun, ich habe ihn wohl in der Haushöhle versteckt. Ich kenne irgendwo in der allerletzten Ecke. Wir werden ihn finden und ihn dir nachher zurückgeben. Ach, das braucht ihr nicht. Auch der große Schatz wird nur für einen bestimmten Zweck gehütet. Und in diesem Falle ist die Zeit gekommen. Wahrscheinlich habe ich ihn mit einem Zauber gesichert. Naja. Jetzt legt mal los und dann kommt wieder und erzählt mir alles, ja? Ho, 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 fröhliche Weihnachten. Nein. Ranuka. Gut. Objection. Nee, Objective. Findet den Schlüssel. Geh zum Schrein. Hol die Sonnenscheibe. Wahrscheinlich kommen Bosse auf den Weg. Das freut mich sehr. Das ist cool. Im allerersten Dungeon nochmal ein Abteil, der wahrscheinlich schwerer wird. Also ich hoffe es einfach mal. Wir dürfen ja wieder den ganzen Weg da rumfuseln. Ach ja, in der alle hintersten Ecke. Das ist unglaublich schön. Fast schon ein bisschen gut. Ne. Komm, lass mich fliehen. Ja, bam. Bam. Ja, tschüss. Das mit den Schaden finde ich auch interessant. Mal ist er dezent übertrieben hart hoch. Und mal ist er irgendwie luschig. Hat das auch einen gewissen Wert? Oder haben die Säbel irgendeine elementare Eigenschaft, vor der ich nichts weiß, Psycho? Das wäre mal ganz nett zu wissen. So. Wäre voll toll. Du weißt schon. Okay, mein Gott. Na komm. Hätte mir den Zauber geschützt. Was wird das wohl damit gemeint sein? Okay, Zeit für Enthüllung. Ich bin mir unsicher, ob es jetzt hier schon eventuell ist und zeigt mich einfach nur verarscht oder nicht. Ach Gott, Jen. Ja, bam, muss ich werden verkloppt. Ach stimmt, da kann ich gar nicht vorbei. Ja, ja, ja. Sterbet! Oh, die machen gleich mich instant auf 1 runter. Aber die Felsbrocken töten noch nicht, wenn sie einmal getroffen wurden. Psycho, ich glaube, das sollst du für die Felsbrocken auch machen. Wobei, jetzt auch nicht zu Anfang auf, aber
Ich meine nur Kontinuität und so. Nein. Ja, das war jetzt schon fast gut meinerseits. Na gut. Du hast sowieso Maßlos 4. Ey, guckt euch an. 412. Das war auch wirklich sein einziger Vorteil, dass man Maßlos 4 Mana hat. Na gut. Save into here. Nein, meine 10 Fähigkeiten ist hier was. Ja, auf einmal. Oder konntest du ihn schon vorher finden? Muss ich mal fragen. Schreien, Schlüssel erhalten. Warum wird der so auseinandergeschrieben? Also entweder ist er dort schon vorher gewesen oder nicht. Wer weiß das schon genau. Ich habe ja nicht mit Enthüllung, glaube ich, an der Stelle gearbeitet. Hätte sich eventuell vorher holen können. Es müsste mal wer testen. Eventuell selbst mal bei Gelegenheit. Oder Psycho wird es mir einfach sagen. Je nachdem, je nachdem. So, neues Abteil. Ich freue mich. Und die ganzen Luschi gehen an die Nitz können. Das sind keine Peanuts. Die können gar nichts. Ich bin mächtig. Und hydrodynamisch designt. Das finde ich auch immer total interessant, dass ich einfach hier so rübergehen kann. Na gut. Ja, ich würde sagen, let's go. Mal sehen. Mal sehen. Ah, und jetzt sind hier schon die Ultra-Westen wieder. Warum das ist jetzt schon der dritte Dungeon, wo die auftauchen können? Maritzen Keller. Da sind die Town of Doberdorf. Maritzen Keller in der Liebeshöhle. Sind die langsam in die Gen ausgegangen, Psycho? Wenn ja, dann finde ich es echt nicht schick. Das muss ich jetzt mal wirklich an der Stelle loswerden. So. Jedenfalls, wenn der Boss kommt, wird erstmal eine doppelte schwarze Salbe abkriegen. Auf jeden Fall. Und ein Zornesleuchten. Also, das dürfte gut Schaden ziehen. Also, jedenfalls machen die kaum Schaden, weil Exo hat, ich glaube, auch 115 Verteidigung. Ich glaube, so hätte sogar, er hat jetzt sogar die höchste. Wobei World hat wahrscheinlich ein bisschen mehr. Und ja, Exo ist auf jeden Fall besser, gut. Ich glaube, es ist gut, dass der Zaubertechnik so ein bisschen genervt wird. Finde ich ganz gut, auf jeden Fall die Entscheidung. Aber nur denn. Und nur noch dieselben Gegner. Das ist doof gesagt. Ich hatte mir neue Gegner erhofft. Oder? Lass mich rot anschauen. So, ja, das ist ja sehr unoffensichtlich. Ja, Bombe. Wobei das eigentlich total unnütz ist, weil. Seitdem braucht man so gut wie gar nicht. Ist ein bisschen schade. Und das mit dem Licht ist immer noch. Ihr wisst schon. Naja, gut. Ich würde sagen, Entschuldigung, weg. Okay, gut. Ich würde mal sagen, wir müssen auf dem Weg bleiben. Ratten. Überall Ratten. So, Donner und Donner. Hoffentlich reicht das. Ich habe unnötig. Ja, unnötig, wird's klar. Nicht wirklich Lust mit Exo Magie aufzukloppen, weil er ist einfach kein Magier und Magie kann er sich noch sparen. Aber nun gut. Jo, reicht. Man sieht schon, Wolga macht die Zelt weniger Schaden, der zaubert einfach einen sehr hohen Basiswert. Wahrscheinlich wird dann sogar Wolgas Zauber noch schwächer, wenn die nur Intelligenz Omni sind, statt Basiswert mit Verrechnung. Ey, ich glaube, Psycho, du tust ihn gerade damit erst recht. So, dann gehen wir jetzt mal den Weg entlang. Da, 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 da. Ja. Ich habe das Gefühl, da gab es sogar noch irgendwo ein paar Fackeln. Nein. Eine gewisse Reihenfolge oder was? Hä? Also entweder versammelt es gerade die ganze Zeit oder ich habe keine Ahnung. Hier ist wieder ein Weg. Nein. Hä? Was ist das jetzt? Gut, das hat sich mal nicht gewartet. Dann machen wir so. So und so. Nein. Gut, müssen wir rumprobieren. So, so, so. Nein. Also übersehe ich gerade die ganze Zeit was. Oder ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich eher letzteres. So, das ist auch nicht gut. So, so, so und so. Auch nicht. Hä? Huh? Übersehe ich gerade wirklich die ganze Zeit was? Gut, bleiben mir noch zwei Alternativen. Nein. Hier gibt es auch keine Hinweistafel oder so. Ha, das ist ja jetzt sehr interessant. Nun gut. Auch nicht. Dadurch wird ja jetzt nichts passiert sein, oder? Nein. Hä? Hast du das verpasst? Ach, die Flammen bleiben jetzt auf einmal an, oder was? Warum? Wieso? Erklär's mir.
Was? Nein! Also entweder so oder ich raff's nicht. Hä? Hier gibt's nichts weiter. Was bekommt. Leute. Ja. Ich sehe schon, das wird jetzt nicht so schnell, wie das eigentlich von mir erhofft war, aber. Nun gut. Müssen wir durch. Also entweder ist hier vorne noch was oder aber irgendwie wird das nicht funktionieren. Also auf dem Weg kann schon mal das Feuer an sich nicht aktivieren. Das ist ja leider so, weil diese eine Fackel liegt ja nicht auf dem Weg. So, bumm, quatsch, litz. Schön. Ha. Jetzt entweder ist hier noch hier drunter was versteckt. Oder ich habe absolut keine Ahnung. Zu viele Gegner. Zu viel Bedenken. Nein, zu viele Gegner einfach nur. Es ist nervig. Es ist sehr nervig, muss ich schon sagen. Und komm, wenn Sie jetzt richtig verstehen. Also eine Reihenfolge scheint es ja jetzt irgendwie nicht an sich zu haben, weil das habe ich ja alles ausgetestet. Ach ja, dieses Secret of Evermore Rätselprinzip. Ich wollte dazu ja eigentlich schon noch ein Video machen, damit die Zuschauer das verstehen, weil ich wurde ja schon mal gefragt, was ich immer mit dem Secret of Evermore Rätselprinzip meine. Und ich meine ein ganz bestimmtes Rätsel, deswegen ich überhaupt auf die, es mir verletzt habe, wie ich solche Scheiterrätsel angehen soll. Nein! Oh, Zornleistenverschwendung. Jetzt bitte mach kein Schwarz. Bitte mach kein Schwarz. Oh, scheiße. Mach doch noch. Danke. Sorry, jetzt hat Exo seine Zornleiste verschwendet. Gott verdammt! Dammit! Das ist natürlich definitiv scheiße. Ja, es ist scheiße. So, dann wird man ab. Ich hätte schon mal mit denen heilen können. Weil Volga hält einfach nichts aus, trotz der Abwehr. Gott dammit. So, bam, Quatsch, Schlitz, Quatsch. Und ja. Hat jemand. Ja, es bin auf jeden Fall zu leicht. Ja. So, du bist hier mal ein. Zaubertrank und du heilt. Es ist so dumm. Ich hasse diese Autokampffunktion. Ich finde sie unnötig. Sie bringen einfach nichts. Ich werde Zornleisten verschwenden. Hast nicht gesehen. Meine Fresse. Ja, los, komm. Stimmt, ich kann auch den Knopf gedrückt halten. Ich völlig total rum. Und der Volga hält einfach nichts aus. Ich kann einfach nicht mehr für seine Verteidigung tun. Goddammit. Volga, du bist echt im Nachteil. Wenn das neue System kommt, bin ich mir wirklich unsicher, ob das dich nicht sogar komplett killen wird als Charakter. Muss ich mal da mal Psycho den Vorschlag nochmal unterbreiten. Naja. Auf jeden Fall gibt's mir mal zu. Gut, so nice wieder. Leider ein bisschen wenig, aber okay. Na gut, ein dritter noch zwei Seiten Kämpfe und es dürfte wieder alles paletti sein. So, Ursprung. Nein. Ja, kann. Bla, lass mich. Nein. Mann, noch. Enthüllung. Könnt ihr nicht einfach irgendwie auf Enthüllung so dann stehen bleiben, dass ich das immer gleich parat habe? Kann man hier einfach irgendwie durch an der Seite oder so, oder? Nee. Kann man nicht. Oder kann man hier einfach so? Nee. Das ist jetzt dezent doof, muss ich mal anmerken. Gut, wieder reingehen. Die Fackeln leuchten. Das machen die auch nicht viel. Lass es einfach so stehen, Exo. Lass es einfach so stehen, Exo. Oh, das ist schön. Jungs, warum? So, ich gibt's noch einen großen Trank, so. Damit der Exo wieder alles töten kann, dann kriegt er nämlich eine Zornleiste und da draußen kleinen die Idioten wieder. Das ist toll, um mein Bruder zu quälen, dessen, also mein großer Bruder zu quälen, der noch irgend so ein neues Ballerspiel, deswegen er sich mal ganz viel aufregt. Das finde ich immer total toll, wenn er mal durchs Haus rumbrüllt oder mal in seine Musik, seine Spiele oder was er sonst noch macht. Jedes Mal hört, bis in sein Zimmer, trotz verschlossener Tür und selbst wenn er nebenbei sogar ein Videoteil zu laufen hat. Immer wieder herrlich. Herrlich, Junge, sag ich dir, herrlich. So, bitte erledige sie jetzt und kriege Masters Zorn, das wäre dir damit sehr verbunden. So.
Warum? Na gut, du hast gleich jetzt auch nicht so voll, also machst du es jetzt. Oh, ich töte sie. Und Volker könnte auch eigentlich ein bisschen mehr in den Nahkampf gehen, weil er hat ja eigentlich den Dolch. Na gut, testen wir zu jener Zeit. So, dürfte gleich voll sein, also kann ich auch dann wieder nochmal kämpfen. Ja, ich dürfte wieder nochmal kämpfen dürfen. Und noch ein Zauberkugel verwenden, weil Exo hat ja ziemlich wenig Gesamtmana. Aber hey, es ist halt nicht seine Rolle, ein Zauberer zu sein. Donner, Donner und Donner. Ich weiß sowieso, dass die Pflanzen das wieder überleben werden. Weil die kriegen davon zwar auch relativ viel Schaden, aber sie haben dezent viel KP. Ich sage, ich habe jetzt Glück, aber ich zweifle einfach mal dran. So. Was? Haben's überlebt? Ich bin ja enttäuscht. Na gut. Sollte insofern schon reichen. Leben darf den Rest machen. Was zur Hölle? Die Blumen halten doch ein bisschen mehr aus als erwartet. Ja, schon ein bisschen, wenn man die mit Jenna und Walter Party kämpft oder jetzt wieder Ex und Volga hat. Also nur so an sich. Naja, aber immerhin ist die 20. Folge. So. Dankeschön. Gehen dann das jetzt mal außen vor. Ich brauche nicht wirklich was zu leveln. Ich würde sagen, mein Level ist schon gut genug. So. Oh, noch mehr Gegner. Hey. Das ist doch jetzt ein Scherz, oder? Mal sehen. Entschuldigung. Ah. Einer wird falsch sein, ne? Och nö, oder ist es einfach so? Okay. Was? Die Türe ist bereits geöffnet. Okay. Die Tür ist bereits geöffnet. Wir sollten vorsichtig sein. Vielleicht ist bereits jemand da. Ich habe schon so eine Idee, wer das ist. Ich gehe dennoch auf Nummer sicher und heile mal. So. Das dürfte schon mal reichen. Was soll? Wo bin ich denn? Oh nein, das ist so ein kaltes Irrlicht, oder? Sind in einer Reihe mindestens drei, wird der Weg bald frei. Doch bleibt am Ende einer stehen, kannst du doch nicht weitergehen. Okay. Oh nein, nicht die. Nein. Nein, 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 nein. Das ist jetzt fast schon cool. Na gut. Ach stimmt ja, die Irrlichter kriegen ja davon gar keinen Schaden. Ah ja, die Frostgegner wieder. Die werden mich schön fertig machen. Die kriegen davon auch keinen Schaden. Ich glaube, es hackt. Oh, Leute. Immerhin greift aber doch noch wenigstens alle an. Oh, Leute. Das ist scheiße. So, wir müssen jetzt mit denen angreifen. Wobei, du kannst auch zweimal angreifen. Also, wir schauen, du machst. Und du, kommen wir einfach voll auf voll Nahkampf. Frosthauch. Frosthauch ist übrigens kein magischer, sondern ein physischer Angriff. Und die Magieresistenz wird bald an die Abwehr an sich gekoppelt. Was auch nicht gut für Volga ist. Mir fällt jetzt also auf, dass das alles nichts für Volga bringen wird, weil einfach Volga in allen Werten so sagt. Oh, hoffen wir dann wesentlich diese Schwarzmagie-Items, die dann irgendwann eingeführt werden, zu gebrauchen. Und Bornlin halt verdammt viel. Ich freue mich drauf. So, bam, cool. Ach, so kann ich jetzt sogar ein bisschen Schaden machen. Ist wie die 29er Peitsche. Nun besser. So. Dann müssen wir helfen. Dauert gar nicht lange, zu vernichten. Ich glaube, ich habe mich in Zukunft lieber von den Fern. Ich wollte es aber fertig machen wegen den Rätseln. Nicht, dass wir da dazwischen funken. So. So, der Damage. So, bam. Sehr schön. Baller der Falsche. So, Vernichtung. Bam. Sehr schön gemacht, Lin. Sehr schön gemacht. Ich hasse diese Gegner. Ich hasse sie einfach nur. Ich hasse sie. So. Ach komm, wir sparen uns erstmal die Tasche. Ah. Ah, ich verstehe. Es müssen dann immer 3 oder 5er sein. Ich verstehe. Ach nein, es kommt auch noch ein Gegner. Hallo? Hä? Warum kann ich nichts bewegen? Ja, jetzt schon. Hä? Warum funktioniert's nicht? Stört der Gegner im Bild? Oder was? Oh, Lord! Oh. Yo, Würger dürfte jetzt gut helfen. Ich hoffe es einfach mal. Und du kannst auch nochmal. Bitte mach viel Schaden. Schaden. Dam, dam, dam! Oh ja! That was nice! Yo, die Waffe ist gut. Die Waffe erfüllt definitiv gut ihren Zweck.
Denn du wirst jetzt erstmal zur Heilung degradiert. Ach du Kacke. So, auf jeden Fall war Bürger 1 sehr gut. Ich freue mich auf die anderen Bürgerversionen. Beziehungsweise ich denke nicht, dass sie in dieser Version noch vorkommen werden. Das ist ja schon ziemlich hart, wenn da irgendwie eine Bürgerversion von entweder 0 bis 1200 oder irgendwie von 600 bis sowieso weiter fortgeführt wird. Gut, das dürfte mit den Gegnern gewesen sein. Hoffentlich funktioniert es jetzt einmal. Mann, warum funktioniert es nicht? Wo darf ich nur schieben? Na gut. Was? Mann. Es wird teilweise einfach nicht funktionieren, so eine Kacke. So. Das funktioniert schon mal gut, also. Es bleibt ja auch währenddessen sogar stehen. Psycho, das musst du überarbeiten, der Befehl funktioniert nicht. Beziehungsweise hier funktioniert gerade alles echt schleppend. Ich frag mich nur, wieso. Komm. Komm. Oh, komm schon! Wenn du... Oh! Hier reagiert gerade alles schlecht, Psycho. Oh. Los! Noch ein! Noch ein! Junge! Oh! Der Raum ist gerade echt scheiße. Oh mein Gott! Nicht schwer. Und auch ein cooles Rätsel. Das gab es auch schon mal in Luffy, aber... Mein Gott! Mein Gott! Mein Gott! So, du kommst dahin. Kommst noch mal zur Seite. So. Komm, geschafft. Schön. Was? Oh, oh, die Flammen, sie sind grün. Ich denke, es wird passiert. Ihr schon wieder? Du schon wieder? Folgt ihr mich immer noch? Wieder nichts da. Wo ist das Artefakt? Das frage ich mich auch. Hier versteckt sich einer. Was? Hey, ich... Sieht aus wie einer von Marezios Soldaten. Wo ist das Artefakt in die Burg gebracht? Oh nein, jetzt sehe ich Marezios Kehr zurück. Weißt du, ich bin ein Schwarzmagier und kenne recht unangenehme Zauber. Also raus mit der Sprache. Ja, dieses Bruchstück wurde in die Burg gebracht. Unser König hat wohl von Dieben aus Glorien erfahren, die hinter dem Artefakt her sind. Ich stamme weder aus Glorien noch wird er etwas über mich wissen. Meint er uns? Eigentlich war ich nur noch hier, um die Tür wieder zu verriegeln. Kann ich jetzt vielleicht gehen? Nein. Nö, kannst du knicken. Ja, nein, ja, nein. Entscheidungsschwierigkeiten. Mal sehen. Ja, du kannst gehen. Ja. Danke. Wir besprechen alles weiter, mal etwas persönlich. Gute Idee. Wo liegt die Burg? Jenseits des Gebirgspasses. Und wie langen wir hinein? Marisa wird uns wohl kaum den roten Teppich ausrollen. Oh, das ist einfach. Wir nehmen einen Nebeneingang. Dann müssen wir nur noch einen Weg nach oben finden. Bis zum Thronsaal. Allerdings war die Leiter nach oben heraus den Kanal, damit vergittert. Ihr wollt ernsthaft die Burg einbrechen? Ich glaube, ihr braucht einen Profi an eurer Seite. Ich bin nicht so der Fan. Naja, du bist zwar ein Langfinger, aber von deinem Handwerk scheinst du wirklich etwas zu verstehen. Aber unter einer Bedingung. Das Artefakt gehört uns. Klaro, ihr wisst ja, mir geht es an einem die Herausforderung. Ah, und in der Burg können wir dann die oberen Etagen, die vorher versperrt waren. Alles ergibt einen Sinn. Jackie hat sich der Truppe angeschlossen. Hurra! Oh, das ist ein nettes Artwork. Du hast so gut wie gar keine Intelligenz, hast aber gut was an Stärke und maßlos viel Bewegung. Gut. Dann werde ich mal extra den Berserker wegnehmen. Du kriegst einmal Wuchtschlag und einmal Berserker. So, das heißt, extra kriegst du noch. Was kriegt denn eben Helfer noch? Komm, kriegst Leuchten. So, und was kriegst du noch? Ja, du kannst. Das ist 0 MP. Das heißt, du kannst gar nichts machen. Okay, lass mich so stehen. Ausrüstung. Krallen. Zwei Hände. Kann ich es weiter nehmen. Oh Gott, Kleidungssandalen. Willst du mich rollen? Wo kriegst du eine Augenklappe? Kriegst du eine Federrüstung? Da kriegst du einen Sandalen. Kannst du auch mal den Armschutz austauschen.
Oder? Geht irgendwas mehr Verteidigung? Nein. Tatsächlich ist ein Armschutz. So, herzlichen Glückwunsch. Das ist auch was gut an Intelligenz. Intelligenz sag ich schon, Abwehr. Hurra! So, nichts weiter hier. Kann ich jetzt gehen oder was? Nein, kein epischer Bosskampf. Ich bin ja enttäuscht. So, machen wir das mal aus. Sonst verbuggt das noch irgendwas. So, das Rätsel. Psycho ohne Quatsch. Das buggt hier teilweise echt hart rum. Ich kann mich dann teilweise gar nicht bewegen. Oh Gott, das muss ich immer dann direkt am besten schreiben. Oh, Leute, Leute. Das stimmt! Ich erinnere mich gerade wieder. Das Rätsel war ja schon mal in... Ich könnte kotzen. Oh, Leute. Ich hätte den eigentlich gehen lassen sollen. Ja. Die Beschreibung stimmt. Das müssen sie sein. Werftet die Halunken. Oh, Lord. Okay. Ich hab verstanden. Warum ist der jetzt klein geschrieben? Oh, ist er besonders oder was? Bam. Schlag sie nieder! Oh oh. Oh Gott. Oh Gott, ich will jetzt nicht sterben. Vor allem sind die maßlos zu schnell. Ergebt euch! Für den König! Sie greifen meine Visier an, wahrscheinlich. Für Mauritius! Wie bei der Blume. Ach, leck mich doch. Sie greifen an, wenn ich Angriff mache, oder was? Kommt jetzt das System immer, oder was? Okay, die haben nicht viel zu bieten. Ha! Nehmt euch nach, diese Unken sind stark. Ich find's cool, dass wir wenigstens reden können. Das ist schön. Völker beschwört Donner! Aber sie haben keine Chance. Yo, tschüss. Bam. Monster Kill. Yo, das war einfach. Wow, ihr seid echt unbeliebt. Das ist gut für mein Training. Mauritius. Und weg sind sie. Einfach plopp. Weg sind sie. So, ich gehe mal sicherheitshalber und heile. Jo, das war jetzt ja relativ einfach in einer Runde. Das ist ja relativ. Ja. Psycho, ich bin enttäuscht. Ich hatte mir einen härteren Bosskampf erhofft. Was wäre passiert, wenn ich Nein gedrückt hätte? Das würde ich gerne wissen. Ich muss ihm das mal erst dann fragen. Oh. Ja, lasst mich in Ruhe. So, was werde ich auf jeden Fall jetzt tun? Ich werde mich mal jetzt schnell auf den Weg nach Mauritius machen. Beziehungsweise davor in Solio speichern. Und dann war es das auch für heute. Das sollte definitiv genug gewesen sein. Ich werde nicht wieder irgendwelche 40 Minuten Parts draus machen. Das heißt, es kommt nochmal irgendein Bosskampf, der Meinung ist so, hey, guck mal, ich bin ein Boss und tauche einfach random auf. Und das wäre natürlich nicht so cool, aber wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich freue mich auf jeden Fall. Ah nein, wir müssen noch erst zu Lois. Klar, der ist doch voll cool und so. So, wir haben ein bisschen was zu erzählen, Kumpel. Hey. Dieser Mauritius wird uns doch alle ruinieren. Stellt diesen Kerl. Wow, das war ein epischer Dialog. Ich bin zu Tränen gerührt. Gut. Also mal sagen, wir nehmen einfach eine Gratis-Heilung mit, gehen dennoch erstmal Mauritius speichern. Oh, ich bin so cool. Wie schaut es denn mit unserer Zaunleiste aus? Also der lustige Jackie wird keine haben. Und er hat keine Zornattacke. Ist natürlich bescheiden. Das ist genau wie bei Jenna. Ich glaube, dann wird er ein Träger des Souvenirs werden. Einfach weil er sowieso im Nahkampf getrimmt ist. Exo wird wahrscheinlich weiterhin bei diesem Mix bleiben, weil das einfach besser ist. Wobei, der Jackie kann keine Gasklinge tragen. Ach, egal. Ich werde jetzt Exo nicht jetzt wieder auf die Gasklinge trimmen. Da ich mache zwar mit Souvenir mehr Schaden und so, aber ich denke, der Mix ist letztlich besser. Auch weil ich ein bisschen mehr auf Abwehr achten muss bei stärkeren Bossen. Ich glaube, das wird sogar. Mit Gasklinge hat gute Arbeit geleistet. Sie könnte immer noch gute Arbeit leisten. Warum kämpfe ich eigentlich? Ich könnte auch einfach fliehen. Aber ich denke schon, dass ich jetzt eher auch ein bisschen auf Abwehr gehen werde und ein bisschen die defensive Variante annehmen werde. Vor allem, wenn es zu Höllenfürsten kommt. Wobei, wer soll eigentlich jetzt noch kommen? Garus und Amon sind aber auch jeweils geflohen. Ohne irgendein Wort zu sagen. Ist natürlich sehr traurig, aber nun gut, kann mich dran ändern. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich sehr. Spiel ist wirklich gut und Xagos Behauptung war recht. Die späteren Dungeons sind einfach besser als die ersteren. Die sind halt so im Laufe von 5 Jahren entstanden. Ist auf jeden Fall ganz gut. Ist gut gemacht. Hier nochmal ein Lob an Psycho und sein Team. Und an mich, weil ich so cool bin. Okay, gut, sollte reichen. Ich will speichern. Was? Da stand irgendwas, lest euch durch, wenn ihr Bock drauf habt, das zu lesen. So. Freunde!
Dann würde ich mal sagen, was das für den heutigen Part von Let's Play Luffy Above the Legend. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und ich konnte euch halbwegs damit unterhalten. Das wäre nämlich wirklich schön. Von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Und bevor ich den Part beende, will ich noch ganz anmerken, vergesst nicht, bald ist das Video zu dem Let's Play Fight. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr euch das Video mal anschauen und mir Kritik hinterlassen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ja, und es wird euch definitiv nicht umbringen. Denke ich zumindest. Bis dann und ciao.